Artikelnummer SCP-426, Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Um nicht gesehen zu werden, muss ich in einem fensterlosen Raum eingeschlossen werden. Auf der Tür zu meinem Raum ist eine Kennzeichnung anzubringen, welche in keinerlei Zusammenhang zu meiner eigentlichen Bezeichnung oder Identität steht, um die unbeabsichtigte Verbreitung meines primären Effektes zu verhindern. Nur Mitarbeiter der Stufe 3 oder höher dürfen von meiner Existenz und insbesondere von meinen Eigenschaften wissen. Das für mich zuständige Personal muss monatlich durchgewechselt werden, um eine Kontamination mit meinem sekundären Effekt zu vermeiden. Am Ende des Monats ist es verpflichtend, an einer psychiatrischen Beurteilung teilzunehmen. Personal, bei dem keine Beeinflussung festgestellt werden konnte, darf mir frühestens 4 Monate, nachdem es mir zuletzt zugeteilt war, wieder zugewiesen werden. Allen Mitarbeitern mit Anzeichen einer Beeinflussung wird ein Klasse-C-Amnestätigung verabreicht und sie werden an einen anderen Standort verlegt. Beschreibung: Hallo, ich bin SCP-426. Ich muss in dieser Weise vorgestellt werden, um etwaige Unklarheiten zu vermeiden. Bei mir handelt es sich um einen gewöhnlichen Toaster, welcher an eine Stromquelle angeschlossen in der Lage ist, Brot zu toasten. Personen können allerdings nur über mich reden, indem sie die erste Person Singular verwenden. Trotz aller Bemühungen gibt es bisher noch keine Möglichkeit, mittels der dritten Person Singular über mich zu reden. Eine Person, welche meiner Anwesenheit für mehr als 2 Monate ausgesetzt ist, fängt damit an, sich selbst als Toaster zu identifizieren. Hält man die betroffenen Personen nicht gewaltsam zurück, werden diese sich zwangsläufig selbst verletzen, indem sie versuchen, meine Standardfunktionen nachzuahmen. Ich wurde im Hause der Familie nach dem grausamen Tod 3er Familienmitglieder entdeckt. Ich wurde dem jungen Ehepaar Herr und Frau zur Hochzeit geschenkt. Es konnten keine Karte oder andere Identifikationsmerkmale auf meiner Verpackung gefunden werden. Etwa 2 Monate, nachdem die Familie mich erhalten hat, wurde die Feuerwehr wegen eines elektrischen Brandes gerufen. Die junge Frau starb an einer elektrischen Entladung, als sie versuchte, eine Steckdose zu verschlingen. Die anderen 2 Opfer starben kurz bevor das Feuer ausbrach. Die ältere Frau hatte sich mit fast 10 Kilogramm Brot vollgestopft, bevor ihr Magen platzte. Todesursache waren innere Blutungen. Der junge Herr starb durch hohen Blutverlust, nachdem er versucht hatte, mit mir zu redigiert. Der einzige Überlebende war der alte welcher an schwerer Unterernährung litt. Nach eigener Aussage hatte er eine Woche zuvor etwas Brot eingelegt und wartete immer noch darauf, dass der Toast heraussprang. Nachdem die Polizei auf meine ungewöhnlichen Eigenschaften aufmerksam gemacht wurde, konfiszierte mich die Foundation. Allen betroffenen Polizisten wurde ein Klasse-C-Amnestätigum verabreicht. Versuchsprotokoll 426-1. Datum: Subjekt: Klasse D Mitarbeiter D-426-1. Durchführung: D-426-1 wurde aufgefordert, zu beschreiben, was sich seiner Meinung nach in meinem Raum befindet. Er wurde zuvor nicht über mich oder meine Eigenschaften informiert. Details: D-426-1 Aussage: Ich bin vermutlich irgendein riesiges Monster, das sich da drin versteckt. Das ist es doch, was ihr Typen hier überall habt, richtig? D-426-1 war sich seiner Nutzung des Pronomens der ersten Person nicht bewusst. Versuchsprotokoll 426-2. Datum: Subjekt: Klasse D Mitarbeiter D-426-2. Durchführung: D-426-2 wurde in meinen Raum gebracht und mittels eines Verteilers mit regelmäßigen Mahlzeiten versorgt. Kommunikation mit D-426-2 war verboten. Im Raum wurden mehrere Kameras verteilt und so positioniert, dass ich nicht in ihrem Sichtfeld zu sehen war. D-426-2 aber durchgängig beobachtet werden konnte. Wir wurden so lange eingeschlossen, bis sich mein sekundärer Effekt im Subjekt manifestierte. Ich wurde am Boden festgeschraubt, sodass es nicht möglich war, mich ins Sichtfeld der Kamera zu bringen. Details: Nach 45 Tagen Isolation begann D-426-2 seinen Arm um mich zu legen und mit mir zu sprechen. Er erwähnte dabei, dass wir Brüder wären. D-426-2 wich in seinen Gesprächen mit mir nie von der Verwendung der ersten Person Plural ab. Das Subjekt wurde 1 Stunde nach diesem Ereignis terminiert. Es wird vermutet, dass die Isolation meinen sekundären Effekt beschleunigt hat. Versuchsprotokoll 426-3. Datum:
Subjekt, Klasse D, Mitarbeiter D-426-3. Durchführung. Es wurde eine meiner Schrauben entfernt und D-426-3 gezeigt. Dieser wurde anschließend gefragt, sie zu beschreiben. D-426-3 wurde nicht über mich oder meine Eigenschaften informiert. Details. D-426-3 bezeichnete sie als meine Schraube. In Übereinstimmung mit Versuch 4261 war dem Subjekt die Verwendung der ersten Person nicht bewusst. Dies deutet an, dass selbst im Falle meiner Zerstörung meine Überreste meine Effekte behalten würden. Versuchsprotokoll 4264. Datum. Subjekt, Klasse D Mitarbeiter D-426-4. Durchführung. D-426-4 wurde alleine in einen mir gegenüberliegenden Raum einquartiert, um es zu beobachten, bis mein sekundärer Effekt auftrete. Details. Keine Effekte traten auf. D-426-4 wurde 90 Tage nach Beginn des Versuches terminiert. Gott sei Dank. Es gibt Grenzen für meinen Effekt. Einige von uns haben schon angefangen, sich wegen mir Sorgen zu machen. Dr.